Heute zeige ich euch die Dinge, die ich tagtäglich, wirklich jeden Tag nutze. Ja Leute, es gibt so ein paar Dinge, die hat man tagtäglich dabei, die benutzt man tagtäglich und die will man auch einfach nicht mehr missen. Auf Englisch sagt man My Everyday Carry, kurz My EDC, und heute stelle ich euch meine Dinge vor, die ich tagtäglich nutze. Hast du persönlich auch ein paar Dinge, die du tagtäglich nutzt? Wenn ja, dann schreib sie auf jeden Fall mal unten in die Infobox rein. Ich bin sehr gespannt, was ihr so für Dinge tagtäglich nutzt, und teilt das Video natürlich auch wieder, wie immer, gerne mit euren Freunden. Das erste, was ich tagtäglich nutze, ist mein Kalender. Ja Leute, ich bin da noch ein bisschen oldschool. Ich nutze ganz normal einen Kalender. Den schlage ich tagtäglich auf. Und dieser Kalender, den habe ich vor ungefähr einem Jahr entdeckt. Der nennt sich Klarheit-Kalender. Der hilft dir einfach dabei, so deinen Tag so ein bisschen durchzustrukturieren, beziehungsweise deine Woche durchzustrukturieren, weil jede Seite ist im Prinzip eine ganze Woche mit verschiedenen Tagen, und da sind auch so ein paar vordefinierte Ziele, die man auszufüllen hat, und dieser Kalender ist einfach hervorragend für mich, um meinen Tag als auch meine Woche zu strukturieren. Und wie gesagt, ich bin da ein bisschen oldschool. Ich mag das auch, wenn ich zum Beispiel einfach was aufschreibe mit einem Stift, ja, und das Ganze nicht digital mache, und wenn man später dann auch eine To-Do wegstreichen kann, das gibt dir einfach ein unfassbar schönes Gefühl, und von daher nutze ich tagtäglich diesen Kalender. Und Leute, wie immer verlinke ich euch selbstverständlich alle Produkte, die ich heute hier in dem Video erwähne, sofern es die im Internet gab, unten in der Box. Das zweite, was ich tagtäglich nutze, ist mein MacBook. Mein MacBook ist eigentlich mein zweites Leben, kann man sagen. Darauf spielt sich halt alles Mögliche ab. Ja? Business spielt sich darauf ab, YouTube spielt sich darauf ab, die Videos spielen sich darauf ab. Da kommt einfach alles zusammen, und ich brauche dieses Gerät wirklich tagtäglich. Sogar am Sonntag nutze ich das, zwar nur für ein paar Minuten, aber ich brauche dieses Gerät wirklich tagtäglich, weil ich einfach auch vorwiegend oder überwiegend halt damit arbeite. Und da ich halt auch relativ viel unterwegs bin, muss ich mein MacBook natürlich auch schützen, habe eine Laptop-Tasche, die ich logischerweise auch fast jeden Tag nutze. Kann ich auch nur jedem empfehlen, eine Laptop-Tasche zu nutzen, die auch noch so ein kleines Fach hat, damit man dann zum Beispiel auch noch vielleicht eine externe Festplatte oder so für unterwegs verstauen kann. Drittens, ich nutze tagtäglich meine AirPods als auch meine Kopfhörer. Das hört sich vielleicht an dieser Stelle ein bisschen dekadent an, dass ich zwei verschiedene Kopfhörer nutze, ja, eigentlich ein bisschen überflüssig, gerade weil ich auch ein sehr minimalistischer Mensch bin. Die AirPods nutze ich vorwiegend zum Sport machen oder wenn ich zum Beispiel mit dem Hund Gassi gehe, wenn ich ein Hörbuch hören möchte, oder auch zum Telefonieren. Da sind die AirPods hervorragend für. Und die Bose Kopfhörer, die halt auch das komplette Ohr umschließen, die nutze ich überwiegend zum Arbeiten. Wenn ich einfach Fokusarbeit machen möchte, wenn ich zum Beispiel auch ein Video schneide oder wenn ich zum Beispiel auch auf Reisen bin, denn die dämmen einfach die Geräuschkulisse einfach noch mehr ab als die AirPods. Leute, ich bin so ein Typ, ich verliere öfter gerne mal was. Nicht, weil ich irgendwas vergesse, sondern weil ich manchmal so in Gedanken versunken bin, dass ich manche Sachen, ja okay, doch irgendwie vergesse. Auf jeden Fall ist der Apple AirTag meine Rettung. Ja, den nutze ich gerade vor allen Dingen an meinem Schlüssel. Den Apple AirTag, den kann man mit dem Handy connecten, und dann weiß man immer ganz genau, wo zum Beispiel ein bestimmter Gegenstand, wie zum Beispiel der Schlüssel ist. Man kann den Schlüssel bzw. den Apple AirTag dann piepen lassen. Dann weißt du ganz genau, ah, da hat sich mein Schlüssel wieder versteckt. Und Leute, ich kann es nur jedem empfehlen, der auch vielleicht so gewisse Probleme hat, vielleicht mal irgendwo was liegen lässt und der öfter mal was suchen muss. Denn du kannst diesen Apple AirTag wirklich perfekt für sämtliche Dinge, ja, benutzen oder sämtliche Dinge damit vertaggen, um sie anschließend halt passend wiederzufinden. Leute, ich versuche tagsüber so viel zu tanken, wie es eben nur geht, und damit meine ich nicht Alkohol, nein, ganz im Gegenteil, sondern Wasser. Und wenn sich irgendwie eine Möglichkeit ergibt, wo ich es schaffe, noch mehr Wasser zu trinken, dann probiere ich die auf jeden Fall aus, und wenn sie gut für mich ist, ja, dann behalte ich die Gewohnheit natürlich bei. Und eine, die ist top, muss ich sagen, habe sie jeden Tag bei mir, ist die AirUp Trinkflasche. Für die Leute, die die AirUp-Trinkflasche nicht kennen, man füllt einfach Leitungswasser in diese Flasche rein, schließt die Flasche und anschließend klickt man so einen sogenannten Geschmacks- oder Duftpott oben drauf, und man trinkt dann einfach nur Leitungswasser, aber aufgrund des Duftpots bzw. des Geschmackspots schmeckt das Wasser ein Stück weit nach zum Beispiel Limette. Und das ist halt das Coole daran, man trinkt nur Leitungswasser ohne Kalorien, ohne Zusatzstoffe, und man hat das Gefühl, dass man trotzdem irgendwie was mit Geschmack trinkt. Ja? Also eine mega Möglichkeit, um einfach seinen Wasserhaushalt nochmal auf das nächste Level zu heben. Und nein, Leute, das ist keine Kooperation mit AirUp, sondern ich will einfach, dass ihr das Maximalste aus euch herausholt. Und wenn ihr maximal viel Wasser trinkt, dann habt ihr maximale Energie am Tag. Von daher, Leute, trinkt so viel Wasser, wie ihr eben nur könnt.
Das nächste Gerät benutzt vermutlicherweise jeder da draußen, egal ob zum Fotos machen, zum Videos machen, fürs Business, zum Telefonieren, zum WhatsApp schreiben, zum E-Mail schreiben. Es ist das Smartphone. Ich benutze mein iPhone 13 Pro auch tagtäglich für jegliche Art von Aktivität. Also ich brauche es natürlich auch, gerade natürlich auch zum Videos machen, zum Fotos machen, für Social Media, zum Telefonieren etc. Wie gerade angesprochen, Leute, das Smartphone ist mittlerweile zentraler Bestandteil eines jeden Lebens geworden. Was auf der einen Seite gut ist, weil es natürlich viele Dinge erleichtert. Hat, definitiv. Was auf der anderen Seite natürlich auch mit ein bisschen Vorsicht zu genießen ist, weil natürlich auch so ein Smartphone sehr großes Suchtpotenzial hat, gerade wenn man an Social Media denkt. Also Leute, weil das Smartphone natürlich zentrales Bestandteil unseres jeden Lebens ist, ja, achtet darauf, dass ihr es bewusst nutzt und nicht zu viel. Und Leute, jetzt kommt noch der Oldschool-Boy noch hier ein bisschen raus, und zwar benutze ich tagtäglich auch noch einen Cardholder. Ich habe da meinen Personalausweis drin, meinen Führerschein, Kreditkarten etc. und das benutze ich tagtäglich, habe es jeden Tag auch bei mir und ich habe irgendwie auch ein komisches Gefühl, wenn ich es nicht dabei habe. Ich kann mir vorstellen, dass sich das in Zukunft ein bisschen ändern wird, weil mittlerweile hat man ja auch seine Kreditkarte auf dem Handy, bezahlt mit dem Handy. Aber ich habe irgendwie noch immer gern das Gefühl dabei, dass ich meinen Cardholder bzw. mein Portemonnaie mit dabei habe. Da ist auch immer ein bisschen Bargeld noch mit drin. Von daher, das ist auch noch ein Ding, was ich tagtäglich bei mir habe und auch bis dato nicht missen möchte. Ja Leute, das sind meine Dinge, die ich tagtäglich nutze und die ich auch tagtäglich irgendwie in Gebrauch habe. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare rein, was ihr tagtäglich benutzt. Was sind eure Dinge, die ihr wirklich jeden Tag dabei habt, die ihr tagtäglich nutzt und die ihr einfach nicht missen möchtet? Bin sehr gespannt, was ihr da schreiben werdet. Ich hoffe, dass ihr auch vielleicht das ein oder andere aus dem heutigen Video rausziehen konntet. Vielleicht ist auch was dabei gewesen, was ihr zukünftig nutzen werdet. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen maximal geilen Tag. Teilt das Video mit euren Freunden. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.